Spaghetti-Western sind alle Western, die nicht in Amerika gedreht worden sind, sondern in Italien oder in Europa. Und genau das machen wir auch. Mein Name ist Franziska Guggenbichler-Beck und ich bin die Regisseurin von Amalia, eine Westernoper. Eine Westernoper? Ja, das müsst ihr euch so vorstellen wie eine Oper im Film oder ein Film in der Oper. Das Western-Genre. Helden, Bösewichte und Verlierer, die sich gegenseitig morden, verfolgen, metzeln oder einfach nur scheitern. In unserem Fall haben wir für Amalia das Pfossental für uns gefunden. Karge Berghänge, ausgetrocknete Täler und ganz ein eindrucksvolles Naturpanorama. Bei Amalia werden wir eine neue Story schreiben, sie aber kombinieren mit den musikalischen Highlights der Opernliteratur des 19. Jahrhunderts. Und das Besondere bei der Vorstellung ist, dass wir dann eine Leinwand sägen und live davor spielt das Orchester und zusätzlich auch noch die Sänger und Sängerinnen in Fleisch und Blut direkt vor eurer Nase. Hallo, ich bin Miriam Gruber, Sopran, und ich werde im Projekt die Rolle der Amalia übernehmen. Amalia, eine sehr starke, eine sehr charismatische und sehr leidenschaftliche Frau, die ihr Leben ganz stark in der Hand hat. Ihr müsst selbst vorbeikommen und euch überzeugen. Genau, das kannst du nämlich machen, und zwar am 9. und 10. Februar, hier im Stadttheater Bozen. Es ist ja mittlerweile schon ein größeres Projekt geworden. Wirklich ganz, ganz viele Menschen arbeiten am Gelingen dieses Projekts Amalia. Und wir haben schon einige Unterstützer für uns gewinnen können, aber trotzdem, wir sind allem noch ganz schön im Minus. Amalia ist 100% made in Südtirol. Es liegt uns deshalb am Herzen, dass auch ihr ein Teil davon seid. Unterstützt uns. Und wir haben uns einige tolle Pakete für Enk überlegt, sodass es sowohl für Enk wie auch für uns wirklich ein Geschenk ist, da mitzumachen. Seid dabei. Spaghetti!